Herzlich willkommen, mein Name ist Jono und ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe gesehen, das Päckchen ist da und da wollte ich nicht lange zögern, deswegen bin ich auch noch im Hemd, um diese Drohne hier mit euch auszupacken. Die Mini 3 Pro von DJI und ja, wie man an der Box erkennt, muss die wirklich sehr, sehr klein sein. 249 Gramm, sprich unter der Führerscheingrenze sozusagen. Also, zögern wir nicht lange, packen sie aus. Also, fangen wir an. Hier haben wir einmal die Drohne und die Fernbedienung. Wie gesagt, das Label Ultralight mit 249 Gramm. Genau, da stehen nochmal ein paar Specs. Hier auf der Seite den Boxinhalt, DJI Care Refresh und so weiter, die Versicherung sozusagen dafür. Auf der Seite einmal das Logo. Genau. Also, wollen wir nicht lange zögern. Packen wir das Ding auf. Aus. So, hier kann man reinstechen, dann einmal lang und zack. Genau, hier haben wir sie jetzt. Hier ist wieder so ein kleines Siegel, das reiße ich einmal ab. DJI Fly App QR Coach. Und hier ist das kleine Ding. Ey, das ist unfassbar, ne? Dass so viel Technik in so ein kleines Gerät passt. Und das auch noch fliegen kann. Heftig. So, klappen wir die mal aus. Okay. Sticker können wir auch direkt mal abmachen. Ja. Und dann Kameraklappe ab. Die Kamera ist ja winzig. Wenn man die vergleicht mit der DJI Mavic 3, ne, dann ist das hier schon ein Baby dagegen. Ne? Also die Familie ist jetzt real langsam. So, ich kann sie ja gleich vielleicht einmal daneben halten, die Mavic 3. Es ist echt super leicht, ne? Also ich muss dir keinem sagen, es steht ja auch drauf. Ja, hier hat die Sensoren, da hinten hat sie auch noch zwei, also sprich nach vorne, hinten, nach unten, nach oben hat sie keine. Aber das ist glaube ich auch nicht so schlimm, ne? So, hier ist der Akku drin. Gucken, kriegen wir den hier so einfach raus? Selbsterklärend oder? Ja. Mega, mega leicht, der Akku. Und dass sie damit eine halbe Stunde fliegen soll, da bin ich auch gespannt drauf. Das werde ich auf jeden Fall testen. Legen wir die jetzt mal zur Seite. Was haben wir noch drin? Ist da dann nochmal Propeller oder was finden wir hier? Die Adapter wieder für die Fernbedienung. Ein USB-C auf USB-C Kabel. Ja, irgendwelche Körner. Ein Schraubendreher. Hat tatsächlich noch ein paar Propeller hier. Zumindest ein paar. ja, lauter Papierkram. Wie gesagt, das Zeug ignoriere ich eigentlich fast immer. Beginner sollten sich das vielleicht durchlesen. Und dann haben wir hier nochmal die Fernbedienung, die schwerer ist als die Drohne tatsächlich. So. Na. Reißen wir die mal auf. Und da frage ich mich gleich, ist das jetzt derselbe wie bei der Mavic 3? Sieht im Prinzip genau gleich aus. Ich kann den mal eben holen. So, das hier ist jetzt der von der Mavic 3 und das ist der von der Mini. Die sehen doch echt identisch aus, ne? Jetzt habe ich zwei davon. Cool. Ja. Also, wenn einer von euch einen braucht, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht verschenke ich den dann oder so. Na? So, man muss ja nicht immer zwei mitschleppen.
Gut, mehr ist nicht drin. Die Flame-More-Kombo ist ja, glaube ich, sehr schwer noch zu kriegen zurzeit. Aber wenn es die gibt, so ein paar Akkus und noch ein paar Propeller schaden ja nicht. Gerade wenn man mit so einer kleinen Drohne ja auch mal durch kleinere Hindernisse vielleicht durchfliegen will. Hier nochmal die Kamera. Ein winziges, süßes, kleines Ding. Das Coole ist, dass die halt auch hochkant filmen kann. Also perfekt für zum Beispiel TikTok, Instagram und so weiter. Kann man coole Aufnahmen dann machen für sein Profil. Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Ansonsten war es das im Prinzip. Ein ziemlich schnelles Unboxing. Ich kann auch nochmal hier, das hier zum Beispiel ist die FPV-Drohne, ne, von DJI dagegen. Im Prinzip von der Flügelspannweite her so ziemlich das gleiche. Und wenn wir dann jetzt nochmal die Mavic auspacken, die hat, glaube ich, dann eine Flügelspannweite, die ein bisschen größer ist als die. So, ich habe sie gerade mal hergeholt. So, wenn wir die jetzt nochmal auspacken. Zack. Ja. Die ist ungefähr so groß wie die anderen beiden zusammen. Ne? Und vor allem die Kamera hier, ne? Wenn man die mal vergleicht, ist das ein Unterschied. Krank. Bezüglich dem Akku sieht das Ganze scheinbar so aus. Der ist jetzt erstmal leer. Und hier ist gar kein Anschluss dran. Das heißt, den lädt man tatsächlich direkt über die Drohne auf. Ne? Ich halte auch nochmal einen Akku der DJI Mavic 3 daneben. Also erstens, der wiegt deutlich, deutlich mehr. Und der wiegt gefühlt so viel wie die ganze Drohne. Schafft aber dann halt auch um die, ja, sag ich mal, 42 Minuten. Angegeben sind 46 an Flugzeit. Aber der Kleine hält diese hier auch dann scheinbar lange in der Luft. Also, wir stöpseln das Ganze mal eben schnell an. So, dann lassen wir den Akku mal kurz laden und dann sehen wir uns gleich wieder. Also die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Den Akku habe ich jetzt ein bisschen geladen, so sollte reichen, um sie anzumachen. Drücken wir mal einmal kurz, einmal lang. Und so hört sich das Ganze an. Gimbal arbeitet auf, wie man sieht. Ja, ich werde sie gleich mal einrichten. Und dann mal schauen, wann der erste Flug losgeht. Ich werde mal probieren, ob das heute noch was wird. Und wenn ja, blende ich euch gleich mal ein paar Aufnahmen ein. So, es sind inzwischen 2 Wochen vergangen. Ich habe Corona hinter mir und auch schon einen Drohnencrash mit der Mini 3. Den seht ihr aber im nächsten Video. Hier seht ihr jetzt im Hintergrund schon mal die ersten Aufnahmen. Alles unbearbeitet in 4K und 30 FPS. Lasst euch selber davon überzeugen. Ja, also ich finde die Qualität auf jeden Fall gut für die Drohne. Natürlich ist eine Mavic 3 besser, aber was erwartet man? Die Kamera ist halt um einiges kleiner. Genau, also ich gehe mal aus dem Bild und ja, bildet euch eure eigene Meinung. So, ihr habt die Aufnahmen gesehen. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch selber eine Mini 3 noch zulegen wollt, ich habe immer noch einen Controller übrig. Schreibt mir gerne bei Insta an. Ich blende den Namen hier ein.
Und dann spendiere ich gerne einen von euch. Und ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das motiviert mich. Das war's dann auch schon mit dem Video. Bis dann, euer Jono.